Die deutsche Schreibschrift, deine ersten Buchstaben, das I, das N, das U und das M, die Strichbuchstaben. Warum wohl Strichbuchstaben? Alle Buchstaben haben als Grundform einen senkrechten Strich. Der erste einen Strich, der zweite zwei Striche, der dritte auch zwei Striche und der letzte sogar drei Striche. Was bedeuten nun diese Buchstaben? Der erste Buchstabe ist recht einfach. Anfang, Mitte, Ende und kein Punkt, sondern einen Strich. Genau, ein I. Der Anfang heißt Anstrich, das Ende heißt Endstrich und die Mitte heißt leider nicht Mittelstrich, sondern Grundstrich. Doch nun zum nächsten Buchstaben. Dieser hat zwei Grundstriche. Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich. Welcher Buchstabe könnte das sein? Es sieht aus wie ein U, ist aber keins. Es ist der Buchstabe N. Und was könnte dieser Buchstabe sein? Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich und obendrauf ein kleines Lächeln. Darf ich vorstellen, ein U. Was ist wohl der nächste Buchstabe? Ein N mit noch einem Grundstrich. Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich. Ganz genau, ein M. So haben wir nun alle Strichbuchstaben zusammen. Das I, das N, das U und das M. In der nächsten Lektion bist du an der Reihe. Du kannst die Kreide selbst in die Hand nehmen. Als Vorbereitung für dieses Video drucke dir die PDF-Datei Strichbuchstaben aus, die in den Ressourcen zu finden ist. Hole dir die erste Seite heraus, du brauchst auch noch deinen Bleistift, deine Filzstifte oder Farbstifte. Und es kann losgehen. Wir malen nun die Strichbuchstaben nach. Wähle deine Lieblingsfarbe aus. Zuerst ist das I an der Reihe. Wir fangen mit dem Anstrich an. Der geht dann in den Grundstrich über und hören mit dem Endstrich auf. Das Sahnehäubchen ist der I-Strich. Und nun male das I auf deinen Unterlagen nach. Als zweites kommt das N. Anstrich, Grundstrich. Der Endstrich geht in den Anstrich über, Grundstrich, Endstrich. Du kannst mitmachen und das N nachmalen. Und das U. Beinahe genauso wie das N, nur ein kleines Smiley obendrauf. Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich und das kleine Lächeln noch obendrauf. Und jetzt bist du an der Reihe. Und zu guter Letzt das M. Male das N mit einem zusätzlichen Grundstrich. Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich. Und nun bist du wieder an der Reihe. Alle Buchstaben sind fertig. Das I, das N, das U und das M. Gut gemacht, du hast deine ersten Buchstaben geschrieben. Dein Blatt hat noch eine zweite Zeile und du kannst weiter üben. Wie man diese fünf Buchstaben auf liniertem Papier schreibt, das zeige ich dir in der nächsten Lektion. Herzlich willkommen zu deinem ersten Wort. Kannst du dich noch an die letzte Lektion erinnern und was die Buchstaben bedeuten? Der erste ist recht einfach. Es ist ein I und der zweite ist kein U, sondern ein N. Unser erstes Wort ist also in. Du brauchst wieder die Strichbuchstabenunterlagen aus den Ressourcen, diesmal die zweite Seite. Doch zuerst einmal zum linierten Papier. Unsere Schreibzeile hat einen oberen Teil, einen Teil in der Mitte und einen unteren Teil. Wie passt nun unser neues Wort in diese Zeilen? Der Großteil gehört in die Mitte, nur der I-Strich wird im oberen Teil geschrieben. Jetzt bist du an der Reihe. Anstrich, Grundstrich, Endstrich und den I-Strich. In deinen Unterlagen gibt es viel Platz, um das I zu üben. Dann das N. Das N bleibt in der Mitte. Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich. Und du kannst alleine weiterüben. Wir setzen nun unsere beiden Buchstaben aneinander. Anstrich, Grundstrich, Endstrich, I-Strich. Dann Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. In ist dein erstes Wort.
Auf dem Blatt ist noch viel Platz zum Üben. Wenn du genug geübt hast, geht es zu unserem nächsten Buchstaben, dem U, und einem neuen Wort. Das U lernst du im Nu. Genau das ist unser nächstes Wort. Es beginnt mit einem N und endet mit einem U. Wie das U in die Linien passt, zeige ich dir zuerst. Wir fangen mit der Grundform N an. Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich. Aus dem N wird ein U durch einen Smiley. Und der gehört in den oberen Teil der Zeile. In deinen Unterlagen kannst du das U mit dem kleinen Lächeln nachschreiben. Da du das U im Nu gelernt hast, hier das Wort Nu. Fürs N Anstrich, Grundstrich, Verbindung und Grundstrich. Verbindung zum U, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich und Smiley obendrauf. Da Übung den Meister macht, kannst du jetzt alleine weitermachen. Und wir sehen uns in der nächsten Lektion mit M-Wörtern. Wir werden immer besser. Jetzt geht es ums M. Gleich zwei Wörter, im und um. Keine Angst, du kennst die Buchstaben schon. Doch zuerst zum M, wieder in der Mitte der Zeile. Wir fangen mit dem N an und stellen noch einen Grundstrich daneben. Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich. Das M geht schon ganz leicht von der Hand. Nun zu den Wörtern mit M. Zuerst das Wort im. Anstrich, Grundstrich, Endstrich, I-Strich, dann Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich. Im Nu hast du das M gelernt. Um das Wort umzuschreiben, brauchst du einen Anstrich, Grundstrich, Verbindung, Grundstrich, Endstrich, Smiley obendrauf fürs M, dann einen Verbindung, Grundstrich, Endstrich. Voilà, um das Wort zu schreiben, brauchst du dich gar nicht anzustrengen. Du kennst jetzt alle Strichbuchstaben. Im nächsten Video werden wir die Strichbuchstaben üben, üben und üben. Du kennst jetzt alle Strichbuchstaben und nun werden wir Wörter üben, die man damit bilden kann. In deinen Strichbuchstabenunterlagen auf der letzten Seite findest du Worte wie Inni und Nun. Doch es geht noch viel schwerer wie Nimm und Mumm. Doch erst einmal alles der Reihe nach. Üben kann langweilig werden, immer das Gleiche, doch keine Sorge. Mit Rot, Grün oder Gelb geht es viel leichter von der Hand. Das erste Wort ist Inni. Zuerst das I, dann das N und am Schluss das I. Einfach, oder? Jetzt schreiben wir das Wort in einem I, N, I und I-Strich und I-Strich. Als zweites Wort nehmen wir nun. Ein N wird gefolgt von noch einem N, welches ein U wird. Smiley aufs U und ein letztes N. Und jetzt wird das Schreiben recht spannend, denn das Wort sieht aus wie dreimal das N. Durch das Smiley in der Mitte bekommen wir nun. Neue Seite, neues Wort. Min. Zuerst das M mit drei Grundstrichen, dann das I mit I-Strich und zu guter Letzt das N. Und in einem geschrieben M Grundstriche, I Grundstrich, N Grundstriche. Jetzt haben wir zweimal das M. Mit dem I-Strich auf dem zweiten M bekommen wir das Wort Min. In der zweiten Zeile dann Uni. Ein U mit Lächeln obendrauf, dann ein N und ein I mit I-Strich. U, N, I. Der U-Strich am Anfang, mit dem I-Strich wird es Uni. Und Mini nicht vergessen, wie der Rock oder das Auto. Erst das M, gefolgt vom I mit I-Strich, dann noch ein N und wieder ein I mit I-Strich. Die Wörter sind inzwischen so lang, dass sie nicht mehr auf eine Zeile passen. Das Ganze sieht wie eine Zickzacklinie aus. Durch den I-Strich nach dem M und am Ende bekommen wir Mini. Auf der nächsten Seite dann Nimm. Ein N gefolgt von einem I mit Strich und dann das erste M und das zweite M. Die Wörter werden ganz schön lang. N, I, M und M. Wieder nur eine lange Zackenlinie. Wir müssen das I finden. Nach dem N kommt der I-Strich und wir haben Nimm. Und zu guter Letzt der Mumm.
ein M, drei Grundstriche, ein U mit Smiley, ein zweites M, ein drittes M. Jetzt alles auf einmal. Da muss man ganz schön aufpassen, denn vor lauter Zickzacklinien kennt man sich gar nicht aus. Ein Smiley nach dem M und der Mumm kommt zum Vorschein. Und damit ist der Abschnitt Strichbuchstaben zu Ende. Im Anschluss gibt es noch ein Quiz. Hier kannst du die Strichbuchstabenwörter lesen und testen, was du gelernt hast. Ich freue mich riesig, dass du dich entschlossen hast, die deutsche Schrift zu lernen. Und um dir den ersten Schritt zu vereinfachen, den Schritt zur Familienforschung, den Schritt in Archiven zu stöbern oder nur das alte Rezeptbuch von deiner Oma oder Uroma zu lesen, um diesen Schritt zu vereinfachen, habe ich Videos und Unterrichtsmaterialien entwickelt, die das Lernen, hoffe ich jedenfalls, zum Kinderspiel werden lassen. So wirst du dich mit den Buchstaben der deutschen Schrift anfreunden und sie im Nu lernen. Ich behandle in diesem Kurs nur die Kleinbuchstaben, denn sie bilden 80% aller Buchstaben, welche du lesen wirst. Wenn du im Archiv sitzt, über eine schwer zu entziffernde Handschrift gebeugt, dann sind diese Grundkenntnisse der Kleinbuchstaben extrem wichtig. Wenn du die Kleinbuchstaben gut kennst, wenn sie so richtig sitzen, kannst du dich an die Großbuchstaben wagen, die von der Form her etwas schwieriger sind. Die Großbuchstaben werden in einem zweiten Kurs behandelt. Die Schleifenbuchstaben, das B, das F, das J, das L und das P. Warum wohl Schleifenbuchstaben? Alle Buchstaben haben eine Schleife. Alles, was du bisher gelernt hast, gilt auch noch, denn jeder Buchstabe hat einen Anstrich, einen Grundstrich und einen Endstrich. Ich sortiere die Buchstaben jetzt ihrem Schwierigkeitsgrad nach. Wir werden mit dem J beginnen, dann das L, das B, das F und das P. Zuerst das J. Es beginnt mit einem Anstrich, dann Grundstrich und jetzt kommt die Schleife. Zum Schluss der Endstrich und Strich obendrauf nicht vergessen. Das J beginnt wie ein I und hat im unteren Teil eine Schleife. Dann das L. Anstrich, die Schleife kommt zuerst. Diesmal nach oben ausgerichtet, ein langer Grundstrich, ein Bogen und Endstrich. Das L hat also eine Schleife oben und der untere Teil ist ganz neu. Dann das B, Anstrich, Schleife im oberen Teil, Grundstrich, Bogen und noch einmal eine Schleife, dann Endstrich. Das B sieht aus wie ein L mit noch einer kleinen Schleife am Ende. Der vorletzte Buchstabe, das F. Anstrich, Schleife oben, Grundstrich, einen Bogen in der Mitte und dann Endstrich. Also genau wie beim L, oben die Schleife, dann ungewohnt der lange Grundstrich. Zu guter Letzt das P, Anstrich und jetzt aufgepasst, eine runde Schleife wird auf den Kopf gestellt. Wieder der Grundstrich, dann eine Schleife unten und Endstrich. Wenn man das P anschaut, sieht es wie ein J ohne Strich aus, mit einem kleinen Kreis auf der rechten Seite. In der nächsten Lektion bist du an der Reihe, das J, das L, das B, das F und das P zu schreiben.